Ja, guten Morgen, willkommen zur 8. Vorlesung. Heute reden wir über aufgetakelte Hilbert-Räume und das heißt tatsächlich so, das heißt auf Englisch Rigged Hilbert Spaces. Und Rig ist die Takelage bei einem Segelschiff und Rigged ist halt tatsächlich aufgetakelt und das kennen wir quasi nur mit negativer Konnotation. Eigentlich heißt es ja hübsch gemacht und bereit gemacht und so weiter, das Segelschiff auf jeden Fall. Und es wird darum gehen, dass der Hilbertraum, wie wir ihn normalerweise haben, wie wir ihn auch bis jetzt benutzt haben beim Spektraltheorem für unendlich dimensionale Hilberträume, ist eigentlich ein Raum, der ist nicht so ganz vollständig geeignet, all das zu tun, was wir tun wollen. Wir hatten das letzte Mal diese verallgemeinerten, hatte ich das kurz genannt, Eigenfunktionen oder Eigenvektoren angeschaut, zum Beispiel des Ortsoperators. Das war diese Delta-Funktion, aber die selbst ist ja gar keine Funktion. Insbesondere liegt sie nicht im L2-Hilbert-Raum. Und die Frage ist, kann man den Hilbert-Raum denn noch so ein bisschen auftakeln? Kann man da einen größeren Raum schaffen, in dem das alles funktioniert? Und die Physiker machen das schon lang, die schreiben dann die Gleichung hin, sagen, ach herrje, das ist keine so richtige Funktion, diese Delta-Funktion zum Beispiel, aber es gibt viele andere. Und wir möchten es aber trotzdem irgendwie diese Eigenwertgleichungen hinschreiben und mit der bisherigen Technologie können wir das nicht. Wir brauchen das eigentlich auch nicht, weil wir in der letzten Vorlesung ja das Spektraltheorem in seiner vollen Pracht kennengelernt haben, das mit dieser Projektorenschar, mit dieser Spektralschar arbeitet. Aber für praktische Rechnungen ist das, was wir heute machen, die geeignete Erweiterung der Mathematik an dieser Stelle. Also was haben wir das letzte Mal gesehen? Dass auf einem unendlich dimensionalen Hilbertraum haben selbstadjungierte, also sogar selbstadjungierte Operatoren, also das war ein Operator A, der von irgendeinem zunächst mal in der Regel einer topologisch dichten Untermenge im Hilbertraum linear abbildet und selbstadjungiert ist. Selbst für solche selbstadjungierten Operatoren galt eben gerade nicht, dass es eine Basis von Eigenvektoren. Was waren nochmal Eigenvektoren? Gibt Eigenvektoren waren solche Psi im Hilbertraum, aber dezidiert nicht Null-Elemente im Hilbertraum, sodass es ein bei selbstadjungierten Operatoren reellen Eigenwert gibt. Das heißt, sodass A vom Psi gleich Lambda Psi ist. Es galt nicht, dass es eine Basis von Eigenvektoren gibt. Das war das, die wesentliche Erkenntnis und das Extrembeispiel für diese Nicht-Existenz von Eigenvektoren in diesem Sinne, dass der Eigenvektor im Hilbertraum liegt und kein Nullvektor ist. Das Extrembeispiel war für unseren Hilbertraum, der in der Quantenmechanik sehr häufig vorkommt, nämlich der quadratintegrablen Funktion. Ja, über R können Sie auch über R hoch 3 machen oder über R hoch F, wenn man es über R gemacht. Und ich erinnere nochmal dran, dass dieser L2, das waren Äquivalenzklassen von Funktionen von R nach C mit dieser Quadratintegrabilitätseigenschaft. Aber Sie erinnern sich, dass wir zwei solche Funktionen identifiziert haben, also quasi zur gleichen Äquivalenzklasse gezählt haben, als das gleiche Element in L2 betrachtet haben, wenn zwei Funktionen sich höchstens auf einer Nullmenge voneinander unterscheiden. Ja, das war ganz wichtig. Und auf diesem Raum hatten wir dann zum Beispiel den Ortsoperator betrachtet. Das ist also ein linearer Operator, der wie folgt definiert war. Sie nehmen ein Psi aus dem entsprechenden Definitionsbereich, bilden es ab auf Q-Psi, das soll dann wieder ein Hilbertraumelement sein. Jetzt muss ich aber sagen, wie diese Abbildung funktioniert. Das ist jetzt zunächst mal nur hingeschrieben, wie die Abbildung heißt. Weil es sich um Funktionenräume handelt, kann ich mit Sicherheit erklären, was Q von Psi für eine Funktion ist, indem ich ihre Funktionswerte überall auf R vorgebe. Und die hatten wir vorgegeben als x mal Psi von x. So war dieser Ortsoperator
hatten wir den genannt, definiert. Das hat jetzt mit dem Ort, in der Physik ist das nachher der Ortsoperator, das hat für die Mathematik jetzt gerade gar nichts zu sagen. Und Sie hatten auch gesehen, man muss natürlich dieses dq entsprechend einschränken, sodass dieses Ergebnis dann immer noch quadratintegrabel ist, also da hinten in diesem L2 lebt. Und da hatten wir halt tatsächlich gesehen, zwar wird diese Eigenwertgleichung q psi gleich Lambda Psi, das ist ja die Eigenwertgleichung, ja, Q von Psi gleich Lambda Psi, die wird zwar gelöst, und wie habe ich die zu lesen? Das ist jetzt eine Gleichung zwischen Funktionen. Ich kann natürlich auch sagen, ich gucke mir diese Funktion an jedem Funktionswert an, also für alle x aus R kann ich mir das angucken. Zwar wird diese Gleichung gelöst von Psi von x gleich Delta, und jetzt schreibe ich mal ein bisschen anders als letztes Mal, Delta und ein Lambda von x, aber das soll eigentlich trotzdem nur noch bedeuten, das ist eine Funktion, die ist 0, falls x ungleich Lambda, und die ist 1, falls x gleich Lambda ist. Und es sieht jetzt auf den ersten Blick, sieht das ja eigentlich ganz ordentlich aus. Na, wenn ich das hier tatsächlich einsetze, guck mir das hier an, dann löst tatsächlich jedes Psi, also für jedes fixe Lambda, gelöst von für fixes Lambda, ja, in R, löst diese Setzung diese Eigenwertgleichung. Das ist doch schön, da habe ich doch einen Eigenvektor, oder? Ja, nicht ganz, denn Sie wissen, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, lebt dieses Psi in diesem Raum? Ja, lebt es in diesem Raum? Und die Antwort ist nein, es tut es nicht, denn dieser Raum dq ist ein Unterraum von dem H. In dem H gibt es Objekte, das sind diese Äquivalenzklassen, aber diese Delta, ja, es ist eine Funktion, die ist halt nicht glatt oder sonst was, aber die ist 0 überall, dann ist sie 1 hier und dann ist sie wieder überall 0. Ne? Das ist Delta, also Entschuldigung, das ist nicht ganz richtig, Entschuldigung, sie ist überall 0 bis an der Stelle Lambda, da ist sie 1 und danach ist sie wieder 0. Ne? Das ist Delta unten Lambda, das ist diese Funktion, die ich da hingemalt habe. Ja. Und es ist eine wunderschöne Funktion, die löst diese Eigenwertgleichung. Der einzige Schönheitsfehler an dem Ding ist, dass die Äquivalenzklasse von Delta Lambda ist die gleiche Klasse wie die der Nullabbildung. Die unterscheidet sich nur auf einer Menge vom Maße 0 von der Nullabbildung, richtig? Das ist aber dumm. Das heißt nämlich, was heißt, es ist dumm? Es ist zunächst mal ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass der Ortsoperator auf einem hinreichend eingeschränkten L2 agierend, überhaupt gar keine Eigenvektoren hat. Und man kann sich auch davon überzeugen, dass der Ortsoperator selbst adjungiert ist bezüglich des über das Integral definierten inneren Produkts hier drauf. Es gibt für diesen selbst adjungierten Operator H überhaupt keine Eigenvektoren, geschweige denn eine ganze Basis von Eigenvektoren. Und es ist natürlich im krassen Kontrast zu dem endlichdimensionalen Fall. Auf einem endlichdimensionalen Hilbertraum hat ein selbstadjungierter Operator nicht nur Eigenvektoren, sondern die bilden eine ganze Basis für den endlichdimensionalen Hilbertraum. Aber das ist ein ganz wichtiges Beispiel, wie man schon an dem Namen Ortsoperator erahnt. Das müssen wir unter Kontrolle bekommen. Also wenn man sagt, wir berechnen jetzt mal hier die Eigenfunktionen des Ortsoperators, es gibt keine. Punkt. Es gibt einfach keine. Und jetzt ist das eigentlich ein unhaltbarer Zustand und man hat das Gefühl, ja, also irgendwie, da habe ich doch was nicht Triviales. Es wird durch diese Äquivalenzklasse, die ich übrigens ganz notwendig brauche, wird es irgendwie trivial gemacht, aber irgendwie hat man das Gefühl, da müsste doch was gehen. Und in der Tat geht gar nichts, solange wir auf diesem Hilbertraum bleiben. Wir müssen uns jenseits dieses Hilbertraums bewegen. Okay. Die Magie des Spektraltheorems von letztem Mal war, dass obwohl es keine Eigenvektoren gibt, funktioniert das Spektraltheorem. Dennoch, obwohl es keine Eigenvektoren von Q, das ist jetzt unser Beispiel hier, gibt,
gilt dennoch das Spektraltheorem natürlich in der entsprechenden Fassung, der Spektralsatz, ja, das Spektraltheorem, alles das Gleiche, ja. Nämlich, dass ich dieses Q nehmen kann und darstellen kann über ein Stieltjes-Integral Lambda und hier das Stieltjes-Maß dE Lambda nehmen kann für eine geeignete und in der Tat durch Q eindeutig bestimmte und umgekehrt Q eindeutig bestimmende Spektralschar E. Und was eine Spektralschar war, hatte ich das letzte Mal definiert. In tatsächlich diese E's, was waren das nochmal? Das war eine Abbildung von R, das ist dieser Parameter da unten, nach HOM HH. Und das waren Projektoren. Es hat sich also herausgestellt, dass obwohl es keine Eigenvektoren gibt, die ja im endlichdimensionalen quasi die Basis sind, auf der das Spektraltheorem aufgebaut wird, kann man im Unendlichdimensionalen, obwohl es gar keine Eigenvektoren gibt, dennoch einen Spektralsatz hinschreiben, eben mit dieser Spektralschar. Das heißt, was wir letztes Mal gemacht haben, ist dieses Problem umgehen, gar keine Eigenvektoren zu brauchen, um dennoch eine Zerlegung des Operators hinzuschreiben. Okay? Denn hier kommen keine Eigenvektoren vor, hier kommt dieses dE Lambda vor, dieses Differential der Spektralschar. Also die Methode von letztem Mal, die bleibt wunderbar sauber auf dem Hilbertraum, den wir haben. Und es ist eben kein großer Zusammenhang mehr zwischen Eigenvektoren, die es ja gar nicht mehr gibt, und der Spektralzerlegung. Okay? Das ist die eine Methode. Und diese Spektralschar ist sehr wichtig, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Vorlesung machen, weil man durch diese Spektralschar wunderbar die Messaxiome der Quantenmechanik formulieren kann. Deswegen machen wir das. Okay, das ist die saubere Methode. So, heute machen wir was anderes. Heute machen wir was, was Physiker immer tun, aber sie tun es in der Regel weniger sauber, also manche natürlich schon. Wir werden heute wieder einen Schritt zurückgehen. Wir werden das Spektraltheorem kurzzeitig mal vergessen, obwohl wir es nachher wieder brauchen. Aber wir werden heute die Mathematik entwickeln, um eher in dieser Philosophie zu arbeiten, aber natürlich ohne in diese Probleme zu rennen. Ja, ist klar, das ist die Idee. Und was wir definieren werden, also heute, ich gebe jetzt einen kurzen Ausblick und dann machen wir es exakt, aber es ist ganz günstig, erstmal den Ausblick zu haben. Heute definieren wir den sogenannten Schwarzraum und sogenannte temperierte Distributionen. Hört sich doll an, ist auch schön. Ist eigentlich was ganz Einfaches. Das soll ein geschwungenes S sein. Das wird der Schwarzraum, den werden wir definieren. Und temperierte Distribution, das ist ein ganz anderer Raum, den bezeichnen wir mit S-Kreuz. Und zwar so, wie genau sage ich Ihnen nachher gleich, so dass der Schwarzraum im L2-Hilbertraum liegt. Also wir werden uns an dieser wichtigen Beispielklasse entlanghangeln, nämlich wo der Hilbertraum durch diesen L2 gegeben ist. Man kann diese Konstruktion allgemeiner machen für beliebige Hilberträume, weitgehend beliebige Hilberträume, aber das wird nochmal eine Stufe abstrakter, das brauchen wir nicht, weil wir es eigentlich in der Quantenmechanik für diese quadratintegrablen Funktionen brauchen. Ja? Wenn man es dort verstanden hat, kann man sich für das andere dann auch machen, aber das brauchen wir nicht. Und zwar so werden die definiert, dass dieser Schwarzraum in diesem Hilbertraum liegt, der uns eigentlich interessiert, und der aber wiederum nur ein Teilraum dieser sogenannten temperierten Distribution ist. Und das ist die Takelage. Ja? Also L2 ist das Segelschiff ohne Takelage. Und jetzt kommt da der Schwarzraum und die temperierte Distributionsraum, der kommt dran und das ist so die Takelage. Und dann ist das Schiff bereit zu segeln. Und Sie sehen, mit Takelage haben Sie da ein bisschen mehr, als wenn Sie nur den Hilbertraum haben. Okay? Also das ist die Idee. Wie wir das definieren, sage ich Ihnen gleich, aber erstmal, damit Sie wissen, wo diese Räume, wie groß die sind und wo die liegen, sodass das da erstens mal der Fall ist und zweitens werden wir den Ortsoperator, aber das werden wir nachher alles verallgemeinern, wir werden den Ortsoperator so anschauen, dass der rein auf diesem S operiert
Und wir werden auch den Impulsoperator rein auf diesem S operierend haben. Und der Ortsoperator ist so definiert wie immer. Also dem Psi wird ein Q-Psi zugeordnet und das Q-Psi von X. Aber jetzt sollte ich nicht mehr Psi schreiben, weil wir die Elemente, was heißt es, egal wie ich das nenne, aber wir vereinbaren, dass wir die Elemente dieses Schwarzraums, die machen wir immer mit F und G und so weiter und so fort. Aber auf diesem Schwarzraum, der ja ein Unterraum von dem L2 ist, kann ich das natürlich immer noch genauso definieren. X mal F von X. Und hier machen wir auch gleich noch den Impulsoperator. Es sind nur zwei Beispiele, aber es sind die elementaren Beispiele. Der Impulsoperator, der ist hier definiert durch minus i h quer, damit wir ein bisschen Quantenmechanik machen, f' von x. Ja. So, diese linearen Operatoren, sodass diese Operatoren wirklich vom Schwarzraum in den Schwarzraum gehen. Und es ist gar nicht so einfach, so einen Schwarzraum zu basteln, vor allem wenn wir wiederholt mit Ortsoperatoren agieren oder wiederholt mit Impulsoperatoren. Wenn wir gleich sehen, wie wir das machen. Und das ist jetzt der Trick, so können Sie sagen, ja, das ist ja bis jetzt, ist hier noch nicht viel passiert. Sie nehmen einen Hilbertraum, Sie machen ihn kleiner, sodass dann der Ortsoperator immer vom kleineren Raum in den kleineren Raum abbildet. Ist keine so eine große Kunst. Wir mussten für den Ortsoperator sowieso den Definitionsbereich ein bisschen einschränken, vorher auch schon, für den Impulsoperator auch. Gut, jetzt schränken wir die beide gleichermaßen ein und es funktioniert immer noch, vielleicht ganz nett. Aber damit mache ich ja das Problem schlimmer, denn ich hatte ja vorher nicht genügend Funktionen in diesem L2, um Eigenfunktionen zu haben. Das Problem wird kaum behoben, indem ich diesen L2-Raum kleiner mache. Da habe ich ja noch weniger Auswahl für mögliche Eigenfunktionen, richtig? Aber hier ist ja auch noch ein anderer Raum da dran, aber es ist jetzt nicht so ganz klar, dieses Q und P einschränken kann ich immer. Aber wie erweitere ich die denn hier drauf? Und in der Tat, wir konstruieren diese Schwarzraum oder definieren Schwarzraumtemperierte Distribution, sodass das gilt und das gilt. Und drittens, es eine eindeutige Hebung oder auf Englisch Lift, eine eindeutige Hebung gibt von Operatoren wie dem Ortsoperator. Ich mache das mal hier am Beispiel. Die Hebung nennen wir dann Q-Hut. Und das ist jetzt plötzlich ein Operator, der auf dem viel größeren Raum S-Kreuz wirkt und auch wieder in S-Kreuz landet. Und Ähnliches können Sie für den, oder genau das Gleiche können Sie für den Impulsoperator machen. Ich werde Ihnen eine Vorschrift geben müssen, wie Sie, wenn Sie einen auf so einem Schwarzraum definierten Operator haben, wie Sie davon zu dem Operator kommen, der auf dem viel größeren Raum definiert ist. Und dazu muss ich Ihnen einfach eine Vorschrift geben, wie man die auf den größeren Raum erweitert oder hochhebt oder wie auch immer. Und aber wenn wir das schaffen, und das schaffen wir natürlich, ja, wenn wir das schaffen, dann können wir mit diesen gehobenen Operatoren können wir jetzt Eigenwertgleichungen aufschreiben, die jetzt allerdings natürlich nicht mehr auf Elementen klein f aus dem Schwarzraum agieren, sondern auf Elementen groß phi, sodass etwa, das ist nur ein Beispiel, ein phi in diesem großen Raum, in den temperierten Distributionen existiert, und zwar eins, das eben gerade nicht die Nulldistribution ist, sodass eine solche Eigenwertgleichung erfüllt ist. Okay? Und Sie sehen, das ging ja vorher nicht. Ich hatte Ihnen an der Tafel vorher eben noch gezeigt, also wenn Sie auf dem Hilbertraum, selbst auf dem L2, ja, also abgesehen vom Schwarzraum, aber selbst auf dem L2 gab es kein Element, das so eine Gleichung erfüllt hätte, haben wir eben gesehen. Weil es eben kein Nicht-Null-Element gab, das es erfüllt. Die Behauptung ist jetzt, man kann dieses Paar Schwarzraum und temperierte Distributionen so definieren, dass man Orts- und Impulsoperator und alle möglichen Kombinationen daraus, das werde ich Ihnen zeigen, eindeutig heben kann auf diesen großen Raum und dann auf diesem großen Raum, der gehobene Operator auf dem großen Raum, sehr wohl
Eigen, ich hätte beinahe gesagt Funktion, ich müsste es nennen, Eigendistributionen hat, denn die Elemente in dem S da im Schwarzraum, die nennen wir häufig Testfunktionen. Die Elemente in L2 nennen wir Funktionen ohne Test. Und die Elemente in S-Kreuz nennen wir Distributionen. Das sind verallgemeinerte Funktionen. Es gibt also distributionelle Eigen. Also es gibt Eigendistributionen. Man kann also sagen, der Ortsoperator auf dem L2 hat keine Eigentestfunktion. Warum nicht? Na, er hat ja auch keine Eigenfunktionen. Das habe ich Ihnen eben an der ersten Tafel gezeigt. Es gibt keine Eigenfunktion über L2. Der L2 ist zu klein. Es gibt aber Eigendistributionen. In diesem größeren Raum gibt es die, sodass das der Fall ist. Mehr noch, diese bilden eine Basis für diesen Distributionenraum. Das heißt, Sie können da auch wirklich dann alles expandieren und so will man das eigentlich haben, aber wir mussten den ursprünglichen Hilbertraum verlassen und mussten auf diesen aufgetakelten Hilbertraum, auf dieses Tripel aus diesen drei gehen. Dieses Tripel heißt auch vornehm das Gelfand, Mathematikername, das Gelfand-Tripel oder der Rigged Hilbert Space oder eben der aufgetakelte Hilbertraum. Okay, ja, alles schön und gut. Das ist die Aussicht auf das, was wir heute Morgen machen, ja? Doch. Da habe ich einfach nur die Twiddelchen hier vergessen, ne? Und da oben drüber auch. Genau, das sind auch noch lineare Abbildungen. Und in der Tat ist auch sowohl der Schwarzraum als auch der Raum der temperierten Distribution, die darf ich immer noch addieren. Und Skalarmultiplikationen sind alles noch Vektorräume. Nur deswegen macht diese Linearität Sinn. Das ist eine gute Frage. Die wirken halt nur auf diesem größeren Raum. Und so, Sie wissen, das ist zunächst mal nicht so ganz klar, wenn Sie was auf einem Raum wirken haben und gehen auf einen Teilraum, dann wissen Sie, wie das dort auch wirkt. Sie müssen ja nur ignorieren, wie es auf dem Rest wirkt. Aber wenn Sie auf einen größeren Raum gehen, dann brauchen Sie eine Vorschrift, wie man es erweitert auf den größeren Raum. Und die muss ich Ihnen geben. Also kurz gesagt, was wir klären müssen, das ist die Philosophie. Das wollen wir tun und Sie sehen, das sind Sachen, die Physiker dann hinschreiben. Beispiel, werde ich Ihnen auch am Schluss noch, nein, beziehungsweise auf dem Übungsblatt ist dann das Beispiel, Q Delta Lambda, aber jetzt hat das Delta Lambda eine schön definierte Form. Wir haben das ja letztes Mal nur so informell hingeschrieben. Das hier wird jetzt verstanden als Element dieses, wird verstanden werden als Element dieses Raumes der temperierten Distributionen. Wir werden dann tatsächlich diese Gleichung hinschreiben. Aber so geht's nicht. Es muss hier den Q-Hut nehmen. Und das ist natürlich eine Gleichung, die wir gerne hinschreiben würden, aber jetzt hat die mathematische Bedeutung. Also sie wird nachher mathematische Bedeutung haben, wenn ich Ihnen alles definiert habe. Ja, das ist hier das Ziel. Wir erweitern den Raum und alles geht gut. Und das ist in der Tat genau die Delta-Funktion, die gar keine Funktion ist. Die muss Delta-Distribution heißen, die Sie bestimmt schon mal in der Physik irgendwo gesehen haben. Ja, das ist genau die Technologie. Das heißt, wo auch immer Sie sonst die Delta-Funktion, eigentlich Distribution sehen, ist genau diese Mathematik am Werke. Das hat also wirklich, das lohnt sich, dass wir uns das angucken. Für die Quantenmechanik sowieso. Okay, also ich muss Ihnen jetzt den Schwarzraum definieren. Ich muss Ihnen den Raum der temperierten Distributionen definieren. Und da muss ich Ihnen sagen, wie man Operatoren auf diesen Funktionenräumen, die in der Regel werden das irgendwelche Differentialoperatoren sein mit irgendwelchen Funktionen, Vorfaktoren, das ist das Allgemeinste und Q und P sind nur Sonderfälle. Ich muss Ihnen sagen, wie ich so einen Differentialoperator, der auf S wirkt, wie ich den hochhebe auf S-Kreuz. Wenn ich Ihnen das alles gesagt habe, dann können wir gucken, ob das geht. Okay? Und das machen wir jetzt. Also, wir beginnen. Erstens mit dem Schwarzraum. Also jetzt kommen die exakten Definitionen, aber Sie müssen irgendwie wissen, wo die Reise hingeht, sonst ist das ein bisschen müßig. So, und den Schwarzraum, den nennen wir jetzt etwas vornehmer, S von R, weil ich sage, über welche Funktionen das sind. Wir können hier ohne weiteres das erweitern auf R hoch F. Ohne weiteres
ohne weiteres erweiterbar auf R hoch F. Wir machen das für R, um die Formeln einfach zu halten. Dann verstehen Sie das Prinzip und der Rest ist dann nur noch Schreibarbeit. Diesen Schwarzraum. So, und um den Schwarzraum zu definieren, müssen wir eine vorgängige Definition machen, nämlich betrachte die folgende zweiparametrige Familie von Normen auf glatten Funktionen. Also was ist eine Norm? Eine Norm ist irgendwie sowas, das kann was fressen und es frisst was aus einem bestimmten Funktionenraum. Und wenn das die glatten Funktionen sind, dann nennen wir die C unendlich R. Das sind also alle Funktionen, ich sollte vielleicht noch genauer sein, das C unendlich R, C. Die gehen also, das sind alle Funktionen, glatten Funktionen, das heißt beliebig oft stetig differenzierbaren Funktionen von R nach C. Die werden geschluckt von dieser Norm und die Norm liefert uns zurück eine komplexe Zahl. Nee, die liefert uns sogar zurück eine reelle Zahl in diesem Fall. So, das ist aber noch keine Familie von Normen, das ist ja nur eine Norm. Und diese Familie von Normen, die wird durch zwei Parameter gelabelt. Es gibt also viele Normen, eine ganze Familie von Normen. Diese Parameter sind allerdings immer nur nicht negative natürliche Zahlen. Also es gibt die Norm 0,7. Es gibt auch die Norm 27.005. Ja? Es gibt ja ganz viele Familienmitglieder, das ist eine große Familie. Und das k-lte Familienmitglied ist so definiert, wir nehmen eine Funktion f und deren kl-Norm ist definiert als das Supremum über alle Stellen x, wo ich die Funktion auswerten kann, vom Absolutbetrag, denken Sie, das ist ja komplexwertige Funktion, vom Absolutbetrag von x hoch k mal der L-ten Ableitung von f an der Stelle x. Also dieses L ist die L-te Ableitung. Ja. Und also wenn Sie eine glatte Funktion haben und Sie wollen deren KL-Norm wissen, dann leiten Sie die Funktion erst L mal ab, vielleicht gar nicht, wenn L gleich 0 ist. Also Sie leiten sie L mal ab. Das Ergebnis multiplizieren Sie dann noch mit x hoch k. Und dann gehen Sie von dieser Ergebnisfunktion, gehen Sie entlang der gesamten reellen Achse gucken, wo der größte betragsmäßige Wert ist. Ja, aber es könnte auch das Supremum sein. Ja, es muss ja nicht angenommen werden. Sie gehen nach dem Supremum gucken. Und das ist eine Zahl, 27,3. Und das ist dann die Norm von der speziellen Funktion in der KL-Norm für konkretes K und konkretes L. Okay? Sie haben jetzt also ganz viele verschiedene Normen definiert. Warum, sehen wir gleich. Das ist einfach eine Definition. Also Definition: Der Schwarzraum oder manchmal nennt man den auch den Raum der rasch abfallenden Testfunktionen. Weil Sie wissen ja, das ist alles nur Schall und Rauch, Testfunktionen und rasch abfallend. Wir werden gleich sehen, warum die rasch abfallend heißen. Aber letztlich nehmen wir das Ding einfach, der Schwarzraum, der ist definiert wie folgt. S über R ist die Menge all der glatten Funktionen, aha, also das ist schon mal die Grundmenge, all der glatten Funktionen, für die gilt, dass für jedes K und jedes L, das Sie sich vorstellen können, wir haben ja diese ganze Familie, und Sie sagen, egal welches Familienmitglied Sie nehmen, es muss gelten, dass die KL-Norm dieser Funktion, aller Funktionen, die da drin sind, endlich ist. Und es könnte ja sein, dass es nicht ist. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel da oben f, nehmen wir mal die Identität, ja, die f von x gleich x. Die kann ich nehmen und dann
sehe ich zum Beispiel die 1,0-Norm davon, ist dann x hoch 1 mal x, das ist dann x Quadrat, ist klar. Absolutbetragsquadrat davon ist immer noch x Quadrat. Sie gehen entlang der gesamten reellen Achse, gucken, wo das Supremum ist. Ja, das ist natürlich unendlich, das gibt es gar nicht, ne? Weil die Quadratfunktion geht ja so hoch. Das heißt, f von x gleich x versagt bereits für die 1,0-Norm, ist es schon kein Element des Schwarzraums. Nehmen wir mal was stark Abfallendes. 1 durch x hoch 20. Ja, das fällt wirklich stark ab. 1 durch x hoch 20. Liegt das im Schwarzraum? Nee, auch nicht. Denn Sie könnten dann zum Beispiel die 21,0-Norm nehmen. Es würde auch schon die 20,0-Norm langen. Dann machen Sie x hoch 20 mal 1 durch x hoch 20 ist dann die... Ah, das reicht. Okay, also wir müssen die 21,0-Norm nehmen. Dann nehmen Sie x hoch 21 mal 1 durch x hoch 20 ist wieder x. Absolutbetragsquadrat sieht irgendwie so aus. Ne? Supremum unendlich, liegt auch nicht drin. Und es ist klar, keine Funktion, die lediglich polynomial abfällt, egal wie stark polynomial, also invers polynomial, selbst die Funktionen liegen alle nicht im Schwarzraum. Es müssen Funktionen sein, die stärker abfallen als polynomial. Zum Beispiel so e hoch minus x Quadrat oder sowas. Das tut den Trick. Das läge zum Beispiel im Schwarzraum. Okay? Also Sie sehen, der Schwarzraum, der ist winzig klein. Und es gibt ganz, ganz viele Funktionen, die quadratintegrabel sind, die im L2 liegen, die aber nicht im Schwarzraum liegen. Aber tatsächlich ist es so, davon kann man sich überzeugen mit ein bisschen Abschätzung, dass der Schwarzraum, jede Funktion im Schwarzraum ist quadratintegrabel. Aber es ist viel, 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 viel weniger als die Quadratintegrablen. Es ist wirklich ein winziger Raum, der Schwarzraum. Der ist ganz, ganz winzig. Okay, das ist der Schwarzraum. Und sagen, ja gut, wenn der so winzig ist, dann schränken wir das Ganze so stark ein. Der Clou ist, dass diesen S-Kreuz, den wir definieren müssen, werden, umso winziger der Raum S ist, umso sehr viel größer ist der S-Dual, dieser S-Kreuz. Ja? Das heißt, die Winzigkeit des S, die wir uns sehr nutzen wird, die wird uns nachher auch einen riesigen S-Kreuz schaffen. Das werden wir gleich sehen. Okay, gut, stark abfallenden Testfunktionen. Dann haben wir als zweites den Vektorraum der temperierten Distributionen. Und der hat, wie gesagt, den Namen S Kreuz über R. Und auch da dürfen Sie natürlich R hoch F sich denken, beziehungsweise es so definieren. So, warum ist der jetzt so riesig, wie ich behauptet habe? Definition. Dieser S-Kreuz über R ist nämlich jetzt, zunächst mal als Grundmenge, sind das alle linearen Funktionale vom Schwarzraum in die komplexen Zahlen. Und jetzt kommt noch eine Zusatzbedingung. Ich hätte auch schreiben können, Sie wissen, dass dieses Ding hier, ich schreibe es oben drüber, das hier bedeutet nichts anderes, weil Sie auf diesem Schwarzraum mit Sicherheit zwei Schwarzraumelemente addieren können. Das können Sie zeigen, es liegt wieder im Schwarzraum. Sie können sie mit einer Konstanten multiplizieren, liegt wieder im Schwarzraum. Man könnte hinzufügen, dass der Schwarzraum mit einer punktweisen Addition und S-Multiplikation ist mit Sicherheit ein C-Vektorraum. Und wenn der aber ein C-Vektorraum ist, dann können wir bedeutungsvoll von einer linearen Abbildung von dort in den Grundkörper reden. Wir könnten also auch sagen, dass die Phi im Dualraum, die sind alle Elemente des Vektordualraums S Stern von S. Und der Dualraum hat so die Eigenschaft, je kleiner der Vektorraum, desto größer der Dualraum. Okay? Aber das kann man sich hier einfach nur denken, wenn man will. Ja? Aber es ist nicht dieser gesamte Dualraum, sondern es ist nur der Dualraum mit der folgenden Eigenschaft. Ich schreibe die in die nächste Zeile, weil die ein bisschen länger ist. Die Eigenschaft ist, dass es
dass jedes dieser Elemente Phi die Abbildung sind von S nach C. Ja, wenn das Abbildung von S nach C sind, muss ich sagen, was die mit einem S machen. Die fressen hier so ein Element aus S. Ne? Die Elemente aus dem Schwarzraum haben wir mit klein f bezeichnet. Und dass wir hier keine runden Klammern schreiben, das ist eher Tradition. Tradition, eckige statt runden Klammern zu schreiben, denn eigentlich ist das ja eine Funktion. Die nimmt was und schmeißt was raus. Warum soll es nicht Phi von f heißen, wenn ich das f hier reinschreibe? Aber es ist halt Tradition, das so zu schreiben. Die haben alle eine spezielle Form. Also auf diese Form schränke ich das ein. Und die spezielle Form ist für diese temperierten Distributionen. Sonst hätte ich ja gleich S Stern schreiben können. Ja, also wenn es alle linearen Funktionale wären, hätte ich da oben nicht S Kreuz, sondern S Stern geschrieben. Aber ich mache weniger als einen Stern, ich mache nur ein Kreuz. Na, da fehlt noch so ein Querstrich beim Stern, weil ich noch einschränke, weil ich nicht alle nehme. Okay? Die sind alle das Integral über die gesamte reelle Achse dx Summe m. Und jetzt muss man aufpassen, das ist ein m, das, nein, das da ist noch in Ordnung, das ist von m gleich m aus n mit der 0. Und dann gibt es hier so Funktionen, die heißen phi unten m. Und da muss man jetzt aufpassen, ich habe hier ein phi, das ist so ein Element hier. Und diese phi unten m's, das sind aber allesamt Funktionen von r nach c, über die sage ich gleich noch was, mal die m-te Ableitung der Funktion f, die ich hier übergeben habe, so. Und dann integriere ich über die gesamte reelle Achse und dann kriege ich raus, was ist phi von f. Und in der Tat, das wird eine komplexe Zahl sein, weil die Funktion f, die landet in den komplexen Zahlen. Wo haben wir es hingeschrieben gehabt? Hier hatten wir es hingeschrieben gehabt. Zunächst hatte ich es deutlich gemacht, von cr nach dort, r nach c. Und dieses phi hier, ich muss jetzt sagen, wobei, ich sage, ich nehme nur die Phi, die diese Form haben, wobei dieses Phi 1 von R nach C, Phi 2 von R nach C und so weiter, Sie haben offensichtlich eine ganze Folge von solchen, sehen Sie, da darf ich keinen, das sind auf jeden Fall keine linearen Funktionen, Unsinn, das sind allgemeine Funktionen. Diese Kameraden, alle, die da vorkommen, die müssen bloß, das ist das Besondere, bloß stetige Funktionen sein. Und sie müssen noch eine Eigenschaft haben, sie müssen polynomial beschränkt sein. Wann ist eine Funktion polynomial beschränkt? Na, wenn es ein Polynom gibt, das betragsmäßig immer oberhalb der Funktion liegt. Ja? Wenn Sie die Funktion unter irgendeinem Polynom runterdrücken, nicht runterdrücken, wenn Sie ein Polynom finden können, das oberhalb dieser Funktion verläuft, dann ist die Funktion polynomial beschränkt. Und wenn wir hier in den komplexen Zahlen landen, müssen wir natürlich mit Beträgen operieren. Okay? Und dann geht die geschweifte Klammer hier zu von der Mengendefinition. Das war's. Also nochmal, was ist der Vektorraum der temperierten Distribution? Wir wählen erstmal aus den glatten Funktionen solche aus, die ganz stark abfallen gegen unendlich, unter anderem. Okay? Und auch nicht bei Null irgendwie explodieren. So. Dann definieren wir dazu den Dualraum S Stern. Der wird riesig sein, wenn das S im Vergleich zu L2 sehr klein ist, was wir uns überlegt haben, dann wird das S Stern im Vergleich zum L2, da sage ich gleich noch was dazu, sehr, sehr groß sein, anschaulich. Wir nehmen aber nicht gerade alle linearen Funktionale von diesem Schwarzraum in die komplexen Zahlen, sondern nur die, die sich darstellen lassen als ein Integral über die nullte, erste, zweite, dritte, vierte und so weiter Ableitung von diesem F, auf das es wirkt, mal entsprechend Koeffizientenfunktionen Phi 1, Phi 2, Phi 3, die selbst bloß stetig und polynomial beschränkt sein müssen. Das ist unsere Menge. Und dieser Raum heißt der Vektor, es ist die Menge, die dem Vektorraum der temperierten Distribution zugrunde liegt. Und man kann sich leicht überlegen, dass man zwei solche addieren kann und dass dann wieder so eine temperierte Distribution rauskommt, dass man sie auch mit einer
komplexen Zahl multiplizieren kann und dass man wieder eine temperierte Distribution bekommt. Man hat also tatsächlich den Vektorraum der temperierten Distribution auf die Art und Weise. So, den haben wir erstmal. Und bevor ich da jetzt mehr dazu sage, unter anderem klar mache, in welchem Sinne der L2 da eigentlich drin liegt, das ist nämlich nicht ganz so offensichtlich, gebe ich Ihnen erstmal eine Reihe von Beispielen. Also zwei, eine Reihe von zwei Beispielen. Also so abstrakt das in diesem Moment scheint, das ist präzise das, was in fast allen Quantenmechanikbüchern an irgendeiner Stelle drin steht. Nur, dass man jetzt hier genau weiß, wovon man eigentlich redet. Und das ist verdammt wichtig, denn ansonsten sind das immer diese Stellen, an denen man sagt, ja, das geht jetzt halt so. Aber wir können das natürlich nachvollziehen. Es ist natürlich für Profi-Quantenmechaniker es ist eine ganz eingeführte Technik. Und Nebenbemerkung für die Mathematiker, auch in der Mathematik, letztlich geht es ja um die Lösung von Differentialgleichungen. Die Schrödinger-Gleichung ist eine Differentialgleichung. Und auch in der Mathematik, man kann sagen, ich habe so eine Differentialgleichung, aber eine lineare Differentialgleichung, und die möchte ich jetzt lösen. Und es ist ja immer die Frage, in welchem Lösungsraum gehen Sie überhaupt suchen? Wollen Sie nur glatte Lösungen oder lassen Sie auch unstetige Lösungen zu sein? Unstetig ist komisch bei so einer Differentialgleichung. Aber, oder lassen Sie nur fünfmal differenzierbare Lösungen zu oder suchen Sie in dem spezielleren, in dem kleineren Raum der unendlich oft stetig differenzierbaren Funktionen? Sie müssen schon sagen, aus welchem Raum Sie die Lösungen wollen. Sie wissen, x² gleich 1, das ist keine Differentialgleichung, sondern eine algebraische Gleichung, x² gleich 1 hat gar keine Lösung über R. Wenn Sie sagen, ich suche auf einem größeren Raum, hups, über C geht's plötzlich, klar? Und das ist ja sehr nützlich. Und bei Differentialgleichungen ist das ganz ähnlich. Sie haben eine Differentialgleichung da stehen und wenn jetzt jemand sagt, lösen Sie die mal, müssten Sie eigentlich immer fragen, auf welchem Lösungsraum, auf welchem potenziellen Lösungsraum denn? Ja? Und es stellt sich raus, zum Beispiel bei der Theorie der linearen Differentialgleichung und so weiter, dass es extrem geschickt ist, den Raum der glatten Funktionen zu verlassen und auf den Raum der Distributionen auszuweichen, also den Raum viel größer zu machen. Und plötzlich kriegen Sie distributionelle Lösungen. Und aus diesen distributionellen Lösungen können Sie die alten Lösungen dann auch ganz schnell herleiten. Und Sie müssen ein bisschen Technik entwickeln, nämlich diese da oder ähnliche, um diese distributionellen Lösungen überhaupt hinschreiben zu können. Aber eigentlich sind die auch einfacher zu finden. Ja? Also manchmal, indem man das Problem größer macht, wird es einfacher. Ist ja häufig so in der Mathematik, weil dann die Struktur quasi stimmt. Ja? Also, dass das hier vorkommt, das hat jetzt gar nicht so viel mit Quantenmechanik zu tun, sondern ganz viel auch mit Differentialgleichungslösungen. Wie groß mache ich den Lösungsraum und so weiter und so fort. Ja? Alles solche Techniken. Das sage ich nur zu Ihrer Orientierung, denn man muss das auch ein bisschen einordnen. Okay. Also das sind ganz moderne Techniken, also das ist irgendwie zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja. So moderne Mathematik gibt es selten am Anfang, ja. Aber es ist auch ganz, ganz glasklar und einfach. Okay, also Beispiele. Das erste Beispiel ist die sogenannte Dirac'sche Delta-Distribution. Die hat den, und die gibt, das gibt es viele, oder die Dirac'schen Delta-Distributionen, nämlich für jedes Lambda in R haben sie eine neue. Also jede Delta-Lambda ist ein Element aus dem Raum der temperierten Distributionen und ist definiert wie folgt, definiert durch. Und jetzt ahnen Sie es schon bei unserer Definition. Ich habe gesagt, die temperierten Distributionen sind diese linearen Funktionale, die ich schreiben kann als Integral über die Summe von der nullten, ersten, zweiten, dritten Ableitung der Funktion, die mir da übergeben wird. Okay, die wird mir ja übergeben. Aber ich muss diese Phi unten M's kennen. Ich muss diese Folge von stetigen und polynomial beschränkten Funktionen Phi 1, Phi 2, Phi 3,
definieren. Und wenn ich die definiert habe, habe ich damit eine eindeutige temperierte Distribution ausgezeichnet. Also die Information, die in so einer temperierten Distribution drinsteckt, wenn ich die also auf den Tisch legen will, da haben Sie eine, da müssen Sie mir eine Folge von stetigen und polynomial beschränkten Funktionen geben. Und wenn Sie das getan haben, kann ich daraus in dieser Art und Weise die Distribution zusammenschneidern. Okay? So viel Info ist da halt drin. Das ist halt ein ordentliches Ding, ja, so eine temperierte Distribution. Und ja, was muss ich machen? Ich muss Ihnen geben, Delta Lambda heißt die Distribution, so wie da oben Phi, aber dann gebe ich Ihnen davon die nullte Komponentenfunktion. Ich habe hier bei 1 angefangen, ich sollte hier bei Phi 0 anfangen, Phi 0, Phi 1, Phi 2, so haben wir es da oben auch eingeführt, Entschuldigung. Ich muss Ihnen die nullte Komponentenfunktion geben, das ist eine Funktion von R nach C, die muss stetig sein und polynomial beschränkt. Ich muss Ihnen aber auch die erste Komponentenfunktion geben. Ich muss Ihnen auch die zweite Komponentenfunktion geben und so weiter. Ich muss Ihnen all diese Komponentenfunktionen auf den Tisch legen und dann habe ich die Dirac'sche Delta-Distribution definiert. Diese nullte Komponentenfunktion, Delta 0, die soll aber so definiert sein, dass egal, wo ich sie nehme, da kommt die 0 raus. Ist also die Nullabbildung von R nach C. Auch die erste Komponentenfunktion, egal wo ich sie nehme, kommt 0 raus. Auch die Nullabbildung. Die zweite Komponentenfunktion, egal wo ich sie nehme, ja, da ist jetzt passiert was, die ist x minus Lambda für x größer Lambda oder größer gleich, ich glaube, es ist sogar egal, ich glaube, es ist egal, genau, und 0 sonst. Aha, also die Delta, Dirac'sche Delta-Distribution, da ist die nullte Komponentenfunktion, ist die Nullabbildung, die erste Komponentenfunktion ist die Nullabbildung, die zweite ist diese lustig definierte, abschnittsweise definierte Funktion, aber es ist klar, wie die aussieht, die können wir ja mal hinmalen, also wenn das da ist ja für ein fixes Lambda, das habe ich mir vorher ausgesucht, ist das da x und wenn x größer ist als Lambda, also hier, dann ist das x minus Lambda, das sieht irgendwie so aus, oder? Ja, ne, genau, das sieht so aus. Also hier vorne ist sie 0. Hier vorne ist sie 0 und dann geht sie hier so hoch. Und Sie sehen, die ist nicht differenzierbar, die ist bloß stetig, die macht keinen Sprung. Und diese Funktion, das ist diese Del Lambda 2 Funktion. Denn Del Lambda 2 von x sind hier die Funktionswerte. Also klar, die Nullfunktion ist stetig polynomial beschränkt. Das Ding da ist mit Sicherheit auch polynomial beschränkt. Sie können ja irgendwie x² plus 1 oder sowas nehmen. Die liegt da so drüber. Also es ist eine stetige polynomial beschränkte Funktion. Und jetzt geht es weiter. Del Lambda, die dritte Komponentenfunktion, ist wieder die Nullfunktion und dabei bleibt es auch. Also, die Dirac'sche Delta-Distribution ist die temperierte Distribution, die durch völlig verschwindende Komponentenfunktionen Phi 1, Phi 2, Phi 3 und so weiter definiert ist. Entschuldigung, außer Phi 2 oder Delta Lambda unten 2, die ist so definiert. Also das kann ich einem Mittelstufenschüler auf den Tisch legen und er sagt, verstehe ich. Man hat also diese ganze Menge an Funktionen, das ist die Information in dieser temperierten Distribution. Dass ich die dann da so zusammenteue, okay, geschenkt. Ja? Okay, das ist die Dirac'sche Delta-Distribution. Und als Fingerübung, beziehungsweise Übung auf dem Übungsblatt, auf dem aktuellen Übungsblatt, können Sie zeigen, dass für alle f aus dem Schwarzraum gilt, dass wenn Sie die Lambda-Distribution Dirac'sche temperierte Distribution nehmen, auf f anwenden, dann kommt raus f von Lambda. So sieht das aus. Okay, und natürlich muss das aus S sein, weil die temperierten Distributionen sind ja lineare Funktionale auf dem S. Okay.
So, das war das eine. Das zweite Beispiel für eine temperierte Distribution ist die sogenannte ebene Welle. Sagen Sie, ja, das kommt uns aber hinreichend vertraut vor. Die ebene Welle, und zwar nenne ich die ebene Welle, ist, die nenne ich E und ein K für fixes K. Ich sage dafür fixe Wellenzahl K. Das ist natürlich ein Physikerausdruck. Der Mathematiker würde sagen, irgendein K aus R. Das ist also die ebene Welle mit Wellenzahl K. Und ja, die will ich gerne verstehen als temperierte Distribution. Das wird Sie vielleicht ein bisschen verwundern. Und wenn ich Ihnen jetzt die Definition hinschreibe, werden Sie sagen, das ist wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Denn die ist so definiert, ich muss Ihnen jetzt wieder alle möglichen Komponentenfunktionen geben. Ich gebe Ihnen gleich die nullte Komponentenfunktion. An der Stelle x ausgewertet ist e hoch i kx. Und alle weiteren Komponentenfunktionen, also e k1 von x und so weiter, die sind alle auf 0 definiert. Also bei den ebenen Wellen, da flippt nicht erst die zweite Komponentenfunktion, sondern schon die nullte, und die ist gegeben als e hoch ikx. Du lieber Gott, was für ein Aufwand, da so ein e hoch ikx hinzuschreiben. Das haben wir vorher schon gekonnt. Das mit der Delta-Distribution, das macht verdammt Eindruck. Ja. Aber das haben wir doch vorher schon gekonnt. Ja, auf welchem Raum denn? Also auf L2 von R, allen quadratintegrablen Funktionen von R nach C sicherlich nicht. Denn wenn Sie das da absolut betragsquadrieren, kommt ja 1 raus. Wenn Sie das dann über die gesamte reelle Achse integrieren, kommt unendlich raus, richtig? Das heißt, dieses EK ist mit Sicherheit keine quadratintegrable Funktion. Diese ebene Welle ist keine quadratintegrable Funktion. Und damit mit Sicherheit auch keine Schwarzfunktion oder keine Testfunktion. Denn die liegen ja in dem L2 drin. Das heißt also zum Beispiel, unser Ortsoperator und unser Impulsoperator, die auf diesem S wirken können, da reden wir nachher nochmal drüber, die darf ich gar nicht anwenden auf die ebenen Wellen. Das macht man aber in der Quantenmechanik laufend. Laufend wird in der Quantenmechanik der Ortsoperator oder sagen wir mal, der Impulsoperator auf so eine ebene Welle angewendet. Sie können in jedem Quantenmechanikbuch lesen. Allein Sie dürfen es nicht. Sie dürfen es nicht. Dieses EK ist aber per Konstruktion ein Element in dem Dualraum, also in diesem temperierten Distributionsraum. Und wenn wir dann den Impuls und den Ortsapparator hochgehoben haben auf diesen Raum, dann dürfen Sie drauf wirken. Und das ist das, was das Quantenmechanikbuch eigentlich meint. Ja. Das können Sie in der Oberstufe jemanden fragen, in der mündlichen Abiturprüfung bei einem Kandidaten, bei dem sonst gar nichts mehr zu machen ist. Da können Sie sagen, nehmen wir an, Sie haben da so eine quadratintegrable Funktion, dürfen Sie die ableiten? Na gut, es gibt quadratintegrable Funktionen, die sind ja nicht mal stetig, so eine Kastenfunktion. Ja, ableiten darf man die noch lange nicht, weil sie quadratintegrabel ist. Also wäre es auch geradezu verrückt, wenn ich hier drauf wirken dürfte mit dem Impulsoperator, der so ein Ableitungsoperator ist. Ja? Da steht in jedem Quantenmechanikbuch, kommt das irgendwie vor, man fragt sich irgendwie. Ja. Okay, also der Punkt ist, es sieht aus wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber es ist ganz wesentlich. Ja. Und häufig steht dann in Quantenmechanikbüchern, ja, die ebenen Wellen, die sind jetzt zwar nicht normierbar, aber dann nehmen wir jetzt halt auch mal ab und zu mal nicht normierbare Funktionen und rechnen damit mal weiter. Das kann man natürlich irgendwie machen, aber irgendwie funktioniert das natürlich nicht so richtig. Okay? Also deswegen auch die ebenen Wellen, die in der Quantenmechanik immer vorkommen bei der Lösung des freien Teilchens und so weiter, als temperierte Distribution macht gleich alles Sinn. Also extra ein einfaches Beispiel. Fragen soweit? So, als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Punkt der Einbettung. Drittens, Einbettung von L2 in den Raum der temperierten Distributionen. Über R. Und eigentlich ist es ein Punkt, an dem Sie bereits hätten aufschreien müssen, es sei denn, Sie sind mathematisch so versiert, dass Sie sofort gesehen haben, wie das weitergeht. Wir haben nämlich geschrieben,
dass das L2 eine Untermenge, eine Teilmenge von S Kreuz ist. Und wir hatten auch geschrieben, dass der Schwarzraum über R eine Teilmenge des L2 ist. Das ist ganz klar, das haben wir direkt gesehen. Das sind einfach L2-Funktionen, die sogar noch viel stärkere Bedingungen erfüllen. Aber bei diesem Zeichen hätten eigentlich die Alarmglocken klingeln müssen, denn dieser Raum ist ja ein Raum von linearen Funktionalen, die ein Element aus diesem Raum nehmen, also insbesondere Elemente aus diesem Raum nehmen und dann abbilden auf die komplexen Zahlen. Aber solche Funktionale sind ja mit Sicherheit, oder die Funktionen selbst sind ja mit Sicherheit nicht enthalten in den Funktionalen, die sie abbilden. Also dieses Zeichen hier, dieses Teilmengenzeichen kann eigentlich gar nicht korrekt sein, aber ich gebe Ihnen gleich die richtige Intuition, warum man das schreiben darf. Wir haben das geschrieben, so wie man auch in Klammern genauso unscharf oder ungenau schreibt, dass die natürlichen Zahlen beispielsweise in den positiven rationalen Zahlen liegen. Also da wird Ihnen jeder im Abitur sagen, das ist korrekt. Ja? Also in Q plus liegen diese natürlichen Zahlen selbstverständlich drin. Ich habe letztes Mal von der pädagogischen Weisheit gesprochen, die in solchen Geschichten liegt. Wobei genau genommen das ja gar nicht sein kann. Gar nicht stimmen kann. Denn es kommt ganz darauf an, wie Sie die Brüche eingeführt haben. Eigentlich haben Sie nur eine sogenannte Einbettungsabbildung, also dieser Schlängel da, den klären wir gleich, so eine Einbettungsabbildung. Was Sie nämlich dann dem Schüler sagen würden, ist, nehmen Sie doch eine natürliche Zahl n und da können Sie doch immer n Eintel schreiben. Also wenn Sie zum Beispiel n plus 3 Siebtel addieren wollen, würden Sie sagen, machen Sie die gleichnamig. Und sagt der Schüler, ja, n ist ja gar kein Bruch. Dann sagen Sie, doch, n ist ja n Eintel. Ach so, ja, Sie müssen dem Schüler nämlich die Einbettungsabbildung geben. Sie können nicht einfach sagen, die natürlichen Zahlen liegen in den Brüchen. Sie geben ihm die Einbettungsabbildung. Das Ganze ist ein bisschen dadurch verkompliziert, dass der Schlaumeier in der letzten Reihe sagt, naja, Sie könnten ja auch 2 n Zweitel nehmen. Und so weiter. Und hier habe ich jetzt so ein Twiddle geschrieben, weil als Pärchen von so, was ist denn so ein Bruch? So ein Bruch, erklären Sie dem Schüler, sagen Sie, ja, das ist wie dividieren. Nee. Wieso ist denn das wie dividieren? Was ist denn 2 durch 3? Was kommt denn da raus? Können Sie ja gar nicht dividieren, sagt der Schüler. Da sage ich, ja, das kommt dann später mit den Kommas. Dann sagt der Schüler, ja, nee, was heißt hier kommt später? Sie wollen doch nachher die Kommazahlen, wollen Sie doch irgendwie über die Brüche erklären und nicht umgekehrt. Das lasse ich nicht mit mir machen. Was bedeutet 2 durch 3? Da können Sie eben nicht sagen, das ist wie dividieren. Und was Sie ihm sagen müssen, nee, lassen Sie doch bitte bei den Brüchen Zähler und Nenner immer schön stehen. Immer schön stehen lassen, da kann man am besten rechnen. Richtig, denn die rationalen Zahlen und Q plus, zumal ich mache Q plus, sonst muss ich mich mit Vorzeichen rumärgern, das sind nämlich eigentlich die natürlichen Zahlen modulo eine Äquivalenzrelation. Das sind nämlich die Äquivalenzklassen natürlicher Zahlen, wobei ich sind Paare natürlicher Zahlen, wobei ich verschiedene Paare identifiziere. Das sind nämlich Paare Zähler, Nenner, wobei ich ein solches Paar einem Paar Zähler, Strich, Nenner, Strich äquivalent nenne, als gleichen Bruch, wenn die durch Kürzen und Erweitern ineinander übergehen, richtig? Und dann ist nämlich hier zu schreiben, Z über N ist nämlich nichts anderes als eine Schreibweise für dieses Pärchen, aber Sie wollen dann nicht das Pärchen, sondern Sie wollen alle Pärchen, die unter Kürzen und Erweitern ineinander übergehen, als die gleiche rationale Zahl auffassen, denn deswegen ist das hier nur der Quotientenraum und nicht wirklich gleich die Pärchen von Zahlen. Sonst wäre ja 2n Zweitel nicht das gleiche wie n Eintel und so weiter. Okay? So, aber natürlich können Sie all das, wenn Sie diese ganzen Regeln im Kopf haben, wie man mit Brüchen umgeht, dann brauchen Sie natürlich keine Äquivalenzklassen, aber erklären Sie, also wenn Sie dem Schüler alles erklären wollen, müssen Sie das auch erklären, habe ich das letzte Mal schon angemerkt.
So genau wollen wir es jetzt hier nicht nehmen. Also der Punkt ist, mit diesem Querstrich meine ich schon die Äquivalenzklasse. Genau sowas würden Sie hinschreiben. Macht auch aus n, n Eintel und dann kannst du die ganzen Regeln der Bruchrechnung anwenden. Ja, das heißt aber, dass tatsächlich n, natürlich liegen nicht die natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen sind natürlich keine Teilmenge von n Kreuz n modulo Twiddl. Wie sollen sie denn das sein? Das sind ja Pärchen von Zahlen, auch wenn ich die irgendwie identifiziere. Und das da ist nur eine einzelne natürliche Zahl. Ja. Tatsächlich, und Sie sehen schon an diesem, na, da ist, man lässt dann einfach nur das da weg und sagt, naja, unter dieser Einbettungsabbildung betrachte ich das als eine Teilmenge. Ah ja, gut. Genauso hier. Da haben wir eigentlich eine Einbettungsabbildung vorzugeben. Und die schreibe ich Ihnen jetzt hin. Ebenso für L2 von R in S Kreuz von R. Muss man die Einbildungsabbildung geben. Per Einbettung. Abbildung. L2 von R, Einbettungsabbildung in S, temperierte Distributionen über R. Sie nehmen ein Phi aus dem L2 und weisen dem zu eine Distribution groß Phi, die aus dem kleinen Phi gebastelt wird. Deswegen hängt die da noch am Fuß dran. Jetzt muss ich nur sagen, wie die gegeben ist, wobei die von dem kleinen Phi aus L2 erzeugte Distribution definiert sein soll über, na, um eine Distribution zu definieren, muss ich sagen, wie die auf eine Testfunktion wirkt, über Integral über alle r dx und dann nehmen Sie einfach Phi von x mal f von x. Oder andersrum ausgedrückt, diese Setzung ist gleich damit, dass Sie sagen, die nullte Komponente von dieser Distribution, die von Phi erzeugt wird, die ist durch dieses Phi selbst gegeben. Als L2-Funktion ist die mit Sicherheit, was ist denn, wenn die nicht stetig ist? Also polynomial beschränkt ist sie mit Sicherheit, wenn sie quadratintegrabel ist. Aber was ist denn mit Stetigkeit? Vielleicht hätte ich bei der Definition von den temperierten Distributionen stückweise stetig sagen müssen. Also Sie sehen jetzt mein Problem, ja? Jetzt komme ich hier selbst ins Grübeln, denn ich will Ihnen jetzt verkaufen, dass Sie eine quadratintegrable Funktion nehmen, die hier reinschreiben als nullte Komponente. Alle anderen Komponenten will ich Ihnen verkaufen, also hier für m größer 0 will ich Ihnen verkaufen, dass Sie die auf die Nullfunktion setzen oder kürzer geschrieben, ich will die Distribution so definieren. Aber eben hatte ich Ihnen noch weismachen wollen, dass ich die temperierten Distributionen, dass ich da nur Komponenten zulasse, die bloß stetig und polynomial beschränkt sind. Polynomial beschränkt ist dieses Phi, das geht. Aber stetig muss es ja nicht unbedingt sein, wenn es quadratintegrabel ist. Das muss ich mir nochmal überlegen. Entschuldigung. Da habe ich eine kleine Lücke. Das muss ich mir überlegen. Okay, das überlege ich mir bis nächstes Mal und wahrscheinlich gucke ich auch in ein Buch dazu. Okay, aber ich vermute, dass wahrscheinlich stückweise stetig reicht. Und wenn dann dieses Integral als Riemann-Integral gegeben ist, dann wäre ja auch dafür, dass das existiert, wäre auch die stückweise Stetigkeit, also auch bei dem Quadratintegrabel, bei dem inneren Produkt, bei dem Integral, wenn das ein Riemann-Integral ist, bräuchte ich sowieso stückweise stetig und wahrscheinlich reicht stückweise stetig. Das wäre jetzt meine unmittelbare Vermutung, aber da ist meine Wissenslücke, da muss ich nochmal drauf gucken. Also müssen Sie sich bis nächstes Mal gedulden, fällt mir gerade auf beim Hinschreiben. Okay, aber das tut der ganzen Sache keinen großen Abbruch. Also wenn wir sagen, stückweise stetig, provisorisch, dann ist klar, ist das die Einbettung. Und dann sagen Sie, ja gut, Sie haben halt jetzt eine L2-Funktion, aber die können Sie ja immer
so in ein Funktional verwandeln. Und in diesem Sinne liegt der L2 dann halt in diesem S-Kreuz drin. So wie N in Q liegt. N ist eben N Eintel. Okay? Und dieses Gesamtkonstrukt hier, diese drei Räume in dieser Relation, das ist eben diese Takelage, das ist der aufgetakelte Hilbertraum, das ist der Hilbertraum mit seinem inneren Produkt, das ist die Takelage, die dazugeht. Und man nennt es aber, wenn man nicht von aufgetakelt reden will, redet man vom Gelfand-Trippel. Und Gelfand ist ein Mensch. Das ist das Gelfand-Trippel. Das haben wir jetzt uns dahin konstruiert und jetzt, ich habe Ihnen das S definiert, ich habe Ihnen das S-Kreuz definiert, ich habe Ihnen argumentiert, warum L2 tatsächlich im S-Kreuz drin liegt, obwohl die Objekte zunächst mal ein bisschen anders aussehen, aber das ist dieses Triple. Ja, das sieht jetzt mal zumindest nach nicht so besonders viel aus, aber das ist unfassbar nützlich und das machen wir jetzt. Gibt es noch Fragen soweit? Das ist dann unser vierter Abschnitt und jetzt wird es spannend. Das ist die Hebung von Differentialoperatoren. Auf S. Also malen wir uns die Situation nochmal hin. Eigentlich interessieren uns die quadratintegrablen Funktionen, weil wir da irgendwelche Wahrscheinlichkeiten extrahieren können. Nochmal, ne, diese Elemente in L2 von R, das wäre zum Beispiel die Wellenfunktion auf unserem Schirm. Ne? Wenn wir das so zusammenschieben, so Wellenfunktion auf dem Schirm und die irgendwie quadratintegrabel sein, damit wir da irgendwie normieren können und dann können wir da irgendwie die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ne, das ist das, was wir in der Quantenmechanik brauchen. Ne? Also diese Elemente in diesem L2, die haben zu tun mit diesen Einschlagsmustern. Das sind die Amplituden, also beziehungsweise die Wellenfunktionen von so Einschlagsmustern und damit wir da Wahrscheinlichkeitsdichten extrahieren können, ist das so ein L2. Also das ist jetzt wieder ganz am Anfang. Hätten wir in der ersten Vorlesung drüber reden können, über L2. Aber weil wir eben mehr machen wollen und lineare Operatoren und selbstadjungierte für Observablen und so weiter, haben wir uns hier diese Takelage verschafft. Wir haben erstmal einen ganz winzigen Unterraum S angeguckt von diesem L2, dessen besondere Bedeutung gleich klar werden wird. Ich habe den ja einfach nur für die Nase geferzt. Und wir haben dann dazu den Dualraum, allerdings nicht den gesamten Dualraum, sondern nur den Raum der temperierten Distribution genommen. Das waren waren duale Elemente hier zu diesem Vektorraum, die allerdings noch auf eine ganz spezielle Form darstellbar waren. Das waren diese temperierten Distributionen. Das ist der aufgetakelte Hilbertraum, ja, Segelboot mit Takelage dran. Und das ist jetzt bereit zum Segeln. Und wohin können wir jetzt damit segeln? Wir können uns auf diesem winzig kleinen Raum, der ist so wunderschön, der ist so klein, da können wir uns zum Beispiel mal irgendeinen Differentialoperator D angucken. Ich schreibe Ihnen gleich hin, was ich damit meine. Und zwar einer, der wieder Sie auf diesen Raum bringt. Ja, wobei D ein, ich nenne das Ding Differentialoperator, aber Sie sehen gleich, viel mehr kann das auch gar nicht sein. Der soll gegeben sein durch seine Wirkung auf ein Element F in diesem Schwarzraum. Und zwar vermöge der folgenden Definition. Der soll gegeben sein als die Summe, das ist da kein Integral und nichts, Summe über M aus Groß M und Groß M, ich schreibe hier weiter, und Groß M soll eine endliche Teilmenge von N0 sein. Und das da ist wirklich endliche Teilmenge. Also ich will nur endlich viele Summanden haben. Okay. Und zwar von irgendwelchen Funktionen dmx, und hier bin ich jetzt mal vorsichtig und ich fordere, dass die kommen sollen, dass die mal, ja, machen wir so ruhig mal glatt, das sollen glatte Funktionen sein von R nach C, mal, okay,
ich muss da drauf wirken und dann an der Stelle x auswerten, mal die m-te Ableitung von f ausgewertet an der Stelle x. Also es könnte sowas sein wie x Quadrat mal die 0, also x Quadrat mal f plus e hoch minus x Quadrat mal erste Ableitung von f plus und so weiter. Also lauter Ableitung von f, aber nur endlich viele, weil wir hier nur endlich viele Summanden wollen. Und davor können Sie ziemlich beliebige glatte Funktionen von x schreiben. Also schon ein ziemlich allgemeiner Operator. Das Interessante ist, und die interessante Frage ist, stimmt es eigentlich, dass dieser Operator, wenn ich auf sr anfange, wo lande ich denn da? Also ich kann so einen Operator beliebig multiplizieren hier. Ha, mit dem glatt. Sagen wir mal lieber, nee, glatt ist nicht gut. Sagen wir mal hier polynomial. Polynomial. Ich lasse hier nur polynomiale Faktoren zu. Okay? Und wenn ich das mache und wirkt da polynomialer Faktor mal irgendeine Ableitung plus und so weiter und so weiter, lande ich dann wieder, wenn ich in S anfange, wieder in S. Und jetzt erinnern Sie sich vielleicht, dass dieses S definiert war. Ich mache hier nochmal die Gedankenblase auf. Dieses S war ja definiert als all die glatten Funktionen von R nach C, also glatt, mit der Eigenschaft, dass diese Norm endlich war, die KL-Norm. Aber die KL-Norm, die schreibe ich jetzt mal aus, das war das Supremum über alle Werte x aus R, über den Betrag von x hoch k mal die m-te Ableitung von f, dass das kleiner und endlich war, für alle k und l aus n0. Und jetzt erkennen Sie, na klar, ich kann hier einen beliebigen Differentialoperator nehmen, solange er endlich ist, weil das sind ja konkrete hier, solange er endlich ist, kann ich mit einem beliebigen Polynom multiplizieren. Ja, und wenn er da vorher schon da drin war, dann ist das Ergebnis dann immer noch drin, weil diese Bedingung hier gilt. Ja, also dieses mit einer beliebigen Potenz und einer beliebigen Ableitung zu bilden, das hält diesen S geschlossen. Also ich komme aus dem S nicht raus, wenn ich mit einem beliebigen solchen Differentialoperator agiere, wo hier der Vorfaktor polynomial ist. Ja. Das heißt, wir haben diesen S, den haben wir so winzig klein gemacht, haben wir so starke Bedingungen gestellt, dass egal mit welchem Differentialoperator polynomialer Koeffizientenfunktionen ich auf so ein Element in S wirke, ich bleibe in S. Das ist also fast schon, ja, ist nicht trivial, aber es ist sehr, sehr winzig klein. Ja, und sagen, das ist ja keine Kunst. Sie machen den L2, den beschränken Sie so stark, dass Sie dann in diesem Unterraum drin bleiben. Durch beliebige Wirkung von so einem Operator. Aber jetzt also betrachten so einen Differentialoperator und jetzt Bemerkung, warum sind die interessant? Naja, zum Beispiel der Q, der ist ja von dieser Form. Q ist gleich Q auf f. Wie ist der definiert? Q auf f ist definiert als x mal f von x. Ja, das ist ja von dieser Form. Dann nehmen Sie nur m ist nur die 0 und d0 ist x, ich schreibe es dabei, also d0 von x gleich x und d1, also für die höheren m, m größer 0 von x ist die Nullfunktion, ist klar, dass dieser q ein Differentialoperator ist, richtig? Der hat ja genau diese Form, wo halt nur das nullte Glied beiträgt. Das ist ein Differentialoperator. Das heißt, unser Ortsoperator ist von diesem Typus. Aber der Impulsoperator, wie ist der? Ist minus ih quer f' von x. So gut, der ist ja auch von diesem Typus, denn da muss ich einfach d1 von x setze ich auf minus ih quer und alle anderen d unten setze ich auf 0. Denn der d1 ist der, der vor der ersten Ableitung steht, der ist hier aber die Konstante, das ist auch polynomial. Da ist er, oder? Das heißt, der Ortsoperator, der Impulsoperator, das sind beides, was ich hier Differentialoperatoren genannt habe. Also kurz, die haben diese Form.
Und natürlich habe ich hier jetzt noch viel mehr Operatoren stehen. Ich habe jetzt nicht nur den Orts- und Impulsoperator stehen, aber nur um zu zeigen, das ist eine ziemlich große Klasse. Also irgend so einen Operator nehme ich mir her und weil dieses S so winzig klein ist, bleibe ich bei Wirken eines solchen Operators aufgrund der Definition des S über diese spezielle Normenfamilie, jetzt wird vielleicht ein bisschen klar, warum die so wichtig ist, bleibe ich in dem S. Das ist eine sehr schöne, gemütliche, familiäre Angelegenheit. Nur wenn ich da irgendwie mal hinmale, wie, also es ist jetzt irgendwie ein bisschen albern, aber wenn ich irgendwie sage, das da ist der L2, dann ist vielleicht das da, ist vielleicht der S. Also indem ich mich da ganz, ganz, ganz speziell umschaue, agiert das hier drauf. Und jetzt sagen Sie, ich will aber keinen Ortsoperator nur hier drauf, ich will eigentlich einen Ortsoperator auf dem L2, der da ordentlich operiert. Der Punkt ist, den gibt es nicht. Was es aber gibt, also machen wir es hier irgendwie mal gelb. So. Das ist mir aber nicht genug, ich hätte gern was auf dem L2. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Sie müssen den Raum noch wesentlich größer machen. Ja. Ja, so. Und da haben Sie dann den S-Kreuz. Der liegt hier. Und auf dem S-Kreuz, jetzt können Sie die Differentialoperatoren, die nur auf diesem kleinen Teil hier definiert sind, die können Sie erweitern, aber in einem Schlag erweitern Sie die auf den gesamten S-Kreuz. Das ist der Trick. Ja, müssen dann aber eben distributionell arbeiten und insbesondere müssen Sie sagen, ja, wie erweitere ich denn die Wirkung dieses Operators D, der nur hier drauf wirkt, wie erweitere ich das denn auf alles? Und dann decken Sie unter anderem das L2 mit ab. Aber hier liegen dann halt auch noch die Eigenvektoren von diesen Operatoren drin. Vielleicht liegt auch einer davon in L2 und so. Aber in L2 finden Sie da keine Eigenvektorbasis. Das habe ich immer am Anfang gesagt. Zum Beispiel ein Ortsoperator liegt gar kein Eigenvektor von dem Q, liegt in diesem L2, sondern die liegen alle hier außerhalb. So ungefähr ist der Trick. Ja? Und nur hier das gesamte blaue Schiff ist segelbereit. Ja? Okay. Ja, was muss ich tun? Ich muss Ihnen jetzt zeigen, wie Sie diesen Operator D, der hier definiert ist, wie Sie daraus einen Operator D-Hut bauen, der eben auf diesem gesamten S-Kreuz definiert ist. Das ist der Trick. So, und der ist zu definieren. Nun zu definieren. Okay? Fragen soweit? Definition. Die Hebung oder der Lift auf Englisch, die Hebung D-Hut, die eben jetzt auf S-Kreuz agiert und in S-Kreuz landet, die Hebung D-Hut eines Operators der Form, wie ich ihn oben hingeschrieben habe, der also auf S von R, von S von R nach S von R geht, aber eben vermöge einer exakt solchen Definition, ist definiert als die temperierte Distribution, so sollte ich es nicht schreiben, also ich definiere das natürlich auf den temperierten, okay, ist definiert als. Wie geht es? Ich nehme das D-Hut und um zu sagen, wie dieses, also es ist auch linear,
um zu sagen, wie der agiert, muss ich ihn wirken lassen auf eine temperierte Distribution. Mache ich. Ich nehme ein Phi, irgendein Phi aus dem S-Kreuz nehme ich mir her. Starker Tobak. So, und jetzt muss ich das Ding definieren, alleine indem ich diesen Operator D hier nehme. Ja, wie mache ich denn das? Ja, ist ganz einfach. Ich nehme einfach die temperierte Distribution selbst und wende sie an auf Summe m aus m, das ist jetzt das gleiche m, wie es in diesem D-Operator definiert ist, also die gleiche Menge m, minus 1 hoch m, mte Ableitung von f. Das ist mit Sicherheit hier als endliche Summe nochmal ein Element des Schwarzraums. Ja, wenn das f aus dem Schwarzraum kommt, was ist ja, das muss ich natürlich anwenden. Ich habe so ein Objekt, ich setze so eine Distribution rein, ich lande im Raum der temperierten Distribution. Der Raum der temperierten Distribution nimmt aber eine Funktion aus dem Schwarzraum und bildet sie ab auf eine Zahl. Richtig? Also mache ich das so. Und dieses f nehme ich, das ist ein Element aus s, daher das s von r. Das kann ich m mal ableiten, ich kann es mit irgendwelchen Faktoren, diese endliche Summe wird sicherlich wieder im Schwarzraum liegen. Auf die darf ich wieder mit diesem Phi wirken und das definiert mir die Erweiterung dieses Differentialoperators, der vorher nur auf Fs wirken durfte, definiert mir das auf Funktionale. Das ist ja komisch. Sie wollten doch das Funktional ableiten, sagen Sie, und dann mit dem Ergebnis auf F wirken. Sie haben ja das Funktional überhaupt nicht abgeleitet. Das Funktional steht ja noch da. Und stattdessen haben Sie dieses F abgeleitet mit irgendwelchen Minus-1-Faktoren. Was hier natürlich passiert ist, Sie müssen sich überlegen, wie dieses Funktional definiert ist. Das ist das Integral über die gesamte reelle Achse. Und Sie definieren die Ableitung eines Funktionals, indem Sie Ableitungen im Integral über partielle Integration umwälzen auf die anderen Faktoren. Aber beim Umwälzen von Ableitungen im Integral per partielle Integration, was picken Sie da immer auf? Ein Minuszeichen. Wenn Sie eine Ableitung umwälzen, kriegen Sie ein Minuszeichen, richtig? Sie kennen diese Regel, ne? Wenn Sie zwei umwälzen, kriegen Sie wieder ein Pluszeichen. Deswegen steht hier minus 1 hoch m, wie oft Sie eine Ableitung umgewälzt haben. Das kommt von da oben. Also es ist hier eigentlich Umwälzen unterm Integral. Und deswegen manchmal, wenn das ein bisschen besser erklärt wird in den Quantenmechanikbüchern, heißt es, naja, diese Gleichung für diese Distribution, die gelten immer nur unterm Integral. Unterm Integral gilt das, aber nicht für sich freistehend. Die ganze Idee hier ist, das für sich freistehend zu machen. Egal, es ist eine Definition. Ich habe Ihnen jetzt gerade nur eine Intuition für eine Definition geliefert. Es handelt sich um eine Definition. Das ist der Lift, ist die Hebung des Operators auf dem Schwarzraum auf den viel größeren Raum, auf den Raum der temperierten Distribution. Okay, das ist das Objekt. So, jetzt haben wir alles zusammen. Also Sie fangen hier mit einem Differentialoperator auf dem kleinen Raum an. Sie können ihn hochheben auf den großen Raum. Und wenn Sie sich noch an den Ausblick am Anfang erinnern, auf dem großen Raum können wir jetzt Eigenwertgleichungen hinschreiben. Und bevor ich dazu komme, sage ich Ihnen erst noch, das ist jetzt ein kurzer Exkurs, aber wirklich ein ganz kurzer Exkurs, was ist eigentlich das Spektrum eines selbst adjungierten Operators? Was heißt das eigentlich genau? Ich habe die ganze Zeit immer vom Spektrum gesprochen, bei endlichdimensionalen Hilberträumen habe ich gesagt, das Spektrum ist die Sammlung aller Eigenwerte. Ja gut, wenn das immer so wäre, wenn das die allgemeine Definition wäre, dann hätte der Ortsoperator gar kein Spektrum, hätte ein leeres Spektrum, weil der Ortsoperator ja gar keine Eigenwerte hat. Haben wir heute auch gerade am Anfang gesehen. Tatsächlich ist das Spektrum eines selbst adjungierten Operators zunächst mal abstrakt, ohne irgendeine Bezugnahme auf diese Theorie, wie folgt definiert. Also nehmen wir uns mal so ein A her, das definiert ist auf einem Definitionsbereich dA, der in H liegt.
Wenn man das hier ganz genau nimmt, muss der auch dicht in H liegen. Topologisch dicht. Okay, wir haben eine Norm. Und dicht heißt, um jeden Punkt von diesem dA in jeder Umgebung liegt nochmal ein Element von H. Das ist dicht. Ja? Also so ein Ding. Und das sei jetzt selbst adjungiert. Ja, das hatten wir definiert gehabt, was das bedeutet. Was ist nun das Spektrum? Und vielleicht entsinnen Sie sich, dass wenn Sie über endlich-dimensionalen Hilberträumen oder überhaupt Vektorräumen über die Eigenwerte reden, was Sie da lösen, ist das charakteristische Polynom, richtig? Die Determinante von Operator minus Lambda mal der Einheitsoperator, richtig? Haben Sie das mal ausgerechnet? Charakteristisches Polynom? Der Punkt ist, die Determinante ist nicht mehr definiert für unendlich-dimensionale Vektorräume. Das ist ein großes, also kein großes Problem, ist ein Problem. Wir dürfen jetzt nicht mit der Determinante operieren. Was Sie tun, wir definieren folgende Mengen, geschwungen W, das ist wie Wertebereich des Operators A, aber nicht ganz des Operators A, zu einem Lambda aus den reellen Zahlen in dem Fall, können wir uns erlauben, weil wir selbst adjungierte Operatoren haben. Das soll sein, die Wirkung des Operators A minus Lambda mal der Identität auf H wirkend auf den Definitionsbereich von A. Also Sie, das ist jetzt nicht der Wertebereich des Operators A, sondern es ist der Wertebereich des Operators A minus Lambda it H in seiner Wirkung auf dA. A kann auf dA wirken, aber die Identität kann mit Sicherheit auch auf jede Untermenge des Hilbertraums wirken. Diesen Wertebereich, den definieren wir uns. Und dieses Ding käme ja auch in der Determinante vor. Ne? Okay. So, und jetzt gibt es folgende Definitionen. Vielleicht nehme ich eine neue Tafel dafür. Was wir nämlich jetzt definieren können, ist, wann eine reelle Zahl nicht im Spektrum liegt. Oder noch besser, wann genau sie nicht im Spektrum liegt. Aber wenn wir wissen, wann genau sie nicht drin liegt, wissen wir natürlich auch, wann sie drin liegt, nämlich wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Ja. Also, Definitionen. Lambda aus R heißt regulärer Punkt, okay, was können wir hier neu hinschreiben, heißt Artens regulärer Punkt des Operators A, genau dann, wenn dieser Wertebereich, den ich da hingeschrieben habe für diesen Operator A minus Lambda it H, wenn der gleich ist dem topologischen Abschluss des Wertebereichs. Was ist der topologische Abschluss? Naja, Sie nehmen alle Folgen in WA, die konvergieren im gesamten Hilbertraum und nehmen die Grenzwerte mit hinzu. Das ist der topologische Abschluss, Konvergenz bezüglich der Norm. Und wenn der wiederum gleich dem gesamten Hilbertraum ist, in unserem Fall also hier dem, machen wir hier allgemein, wenn das wieder gleich dem gesamten Hilbertraum ist. Also sowohl muss der Wertebereich gleich dem eigenen Abschluss sein und der Abschluss muss aber schon der Hilbertraum sein. Und jetzt muss man diese gleiche, und man kann sich jetzt die folgenden Definitionen am besten merken, indem man sich diese Gleichheitszeichen sprachlich übersetzt. Okay? Man könnte sagen, das ist die Definition dessen in diesen Klammern. Dieses Gleichheitszeichen heißt, Lambda liegt nicht im sogenannten Punktspektrum. Und diese erste
dieses erste Gleichheitszeichen heißt, Lambda liegt nicht im sogenannten kontinuierlichen Spektrum. Es hat übrigens für die Physik große Bedeutung, zum Beispiel beim Wasserstoffatom, nicht im kontinuierlichen Spektrum. Okay, kommen wir gleich drauf. Also ich sage es gleich, wenn ich andere Definitionen habe. Also das ist ein regulärer Punkt von A, genau dann, wenn. Ja, und dann haben wir die Definition, dass das Spektrum von A ist gleich die Menge aller Lambda in R, wobei Lambda nicht regulär ist. Regulär. Also all die Lambda, wo entweder diese Gleichung oder diese Gleichung verletzt ist, die liegen im Spektrum. Und die regulären Punkte sind gerade die, die nicht im Spektrum liegen. Also mit Punkte meine ich Lambda auf der reellen Achse. Das sind die regulären. Also regulär ist quasi genau das Gegenteil, das exakte Gegenteil von im Spektrum. Das ist ein Gegenteil. Und deswegen ist es genau dann, wenn wichtig. Okay. Also die Fragen, liegt das Lambda im Spektrum? Da gucken Sie sich an, ist es ein regulärer Punkt oder nicht. Wenn es ein regulärer ist, nee, dann liegt es nicht im Spektrum. Ist es kein regulärer Punkt? Ja, dann liegt es im Spektrum. Das ist die Definition. Das ist ein regulärer Punkt. Betens. So, und jetzt gibt es wie viele Möglichkeiten, dass ein Lambda im Spektrum liegen kann? Ja, es gibt die Möglichkeit, dass dieses Gleichheitszeichen bestehen bleibt, aber dieses hier zusammenbricht. Dann wäre es kein regulärer Punkt mehr, denn der reguläre Punkt braucht beide Gleichheitszeichen. Dann wäre es kein regulärer Punkt mehr. Es könnte aber auch sein, dass dieses Gleichheitszeichen beibehalten wird und dieses hier zusammenbricht. Ist auch kein regulärer Punkt mehr, sind ja nicht beide Bedingungen erfüllt. Oder es könnte sein, dass beide Gleichheitszeichen zusammenbrechen. Und dafür hat man für diese drei Fälle hat man verschiedene Namen. Die kommen jetzt. Lambda heißt Element des Punktspektrums. Und dieses Punktspektrum, da kann man auch schreiben Speck unten Punkt. Punkt. Ja. Als Element des Punktspektrums von A, ne, oder so, falls, ja, jetzt müsste man sich das irgendwie alles merken, aber ich habe es Ihnen ja hier in den roten Gedankenblasen schon hingeschrieben. Dieses Gleichheitszeichen heißt, es liegt nicht im Punktspektrum. Das heißt, wenn dieses Gleichheitszeichen verletzt wird, liegt es im Punktspektrum. Also Sie müssen sich nur das hier merken, der Rest folgt dann. Das ist jetzt hier die Memotechnik. Falls WA von Lambda zwar gleich dem WA von Lambda Abschluss ist, aber dieses Gleichheitszeichen hier verletzt ist. Falls das der Fall ist, dann heißt das Ding Element des Punktspektrums und wenn das da beibehalten ist, aber nicht des kontinuierlichen Spektrums, ja, und das heißt, das und Lambda nicht Element Speckkont von A, falls dieses Muster auftritt. Umgekehrt heißt Lambda Element, nicht Element des Punktspektrums. Ich schreibe es jetzt nicht mehr in Sprache hin, weil das da reicht. Und aber Lambda Element des kontinuierlichen Spektrums. Ja, klar, falls W von Lambda ungleich seinem eigenen Abschluss ist, aber dennoch der Abschluss den ganzen Hilbertraum ergibt. Ja, und jetzt sehen Sie schon, warum ich mir hier was aufsparen musste. Lambda ist ein Element des Punktspektrums von A geschnitten.
dem kontinuierlichen Spektrum kont, falls, naja, falls beide Gleichheitszeichen verletzt sind. WA von Lambda ist nicht das gleiche wie der Abschluss, ist nicht das gleiche wie der gesamte Hilbertraum. Das heißt also, Punktspektrum und kontinuierliches Spektrum, die sind gar nicht disjunkt. Sie können gar nicht sagen, liegt das Lambda im Punktspektrum oder im kontinuierlichen. Sie müssen sagen, es könnte nur im Punktspektrum liegen, nur im kontinuierlichen oder es könnte ein im kontinuierlichen Spektrum eingebetteter Punkt nochmal sein. Ja. Und ganz kurz als Ausblick, also das verstehen Sie vielleicht gar nicht, das Bild, aber wenn Sie so ein Coulomb-Potential haben, da kriegen Sie solche Energieniveaus und oberhalb einer bestimmten Energie haben Sie dann ein kontinuierliches Band von Energien. Das sind die freien Teilchen, den können Sie jeden möglichen Impuls da geben, ja. Und das da sind die gebundenen Zustände, ja. Also ganz naiv gesagt, das, was beim Bohrschen Atommodell noch umläuft an Elektronen in so einem Potential, das sind die gebundenen Zustände, die haben Energie, das ist im Punktspektrum des Hamilton-Operators, des Energieoperators, aber alles, was sie rausgeschlagen haben, was eben nicht mehr zurückkommt, das liegt im kontinuierlichen Spektrum. Und Sie könnten auch Situationen haben, in denen im kontinuierlichen Spektrum nochmal Eigenwerte eingebunden sind. Und nur die Elemente des Punktspektrums sind Eigenwerte. Die anderen sind nur verallgemeinerte Eigenwerte. Und das schreibe ich Ihnen noch schnell hin. Also das ist die abstrakte Definition. Das ist einfach abstrakte Definition. Können Sie sofort hinschreiben, wenn Sie selbst adjungierten Operator definiert haben. Aber die große Frage ist natürlich, ja Donnerwetter, muss ich wirklich diese Wertebereiche aussichern? Was ist denn, wenn ich einfach nur das gesamte Spektrum will? Das gesamte Spektrum ist natürlich die Vereinigung von Punktspektrum und kontinuierlichem Spektrum, ist das gesamte Spektrum. Es ist halt nur keine disjunkte Vereinigung. Die können sich teilweise überlappen. Okay? Aber was ist denn, wenn ich einfach nur das Spektrum haben will? Und das ist natürlich relativ aufwendig, hier das da alles auszurechnen und die Abschlüsse und weiß der Kuckuck was. Das ist zwar eine schöne Definition, aber praktisch ist was anderes. Praktisch ist der folgende Satz. Und da kommt jetzt unsere ganze Mühe von heute, kommt da zum Einsatz und zahlt sich aus. Satz. Das Spektrum eines, so jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich für die Puristen muss ich hier noch ein wesentlich einführen, eines wesentlich selbstadjungierten Operators A, und jetzt kommt wieder der Schwarzraum, wir gehen jetzt also in den Spezialfall, den wir die ganze Zeit betrachtet haben, aber das ist ja für die Quantenmechanik relevante, eines selbstadjungierten Operators A vom S in den S. Warum schreibe ich jetzt nicht einfach selbstadjungiert? Naja, selbstadjungiert, Sie wissen, das hängt subtil davon ab, ob das Konjugierte den gleichen Definitionsbereich hat. Und tatsächlich habe ich durch dieses S hier sehr, also eines wesentlich Selbstadjungierten sollte man hier wirklich schreiben, habe ich wirklich den Definitionsbereich künstlich sehr, sehr klein gemacht. Ein wesentlich selbstadjungierter Operator ist einer, dessen duales, dessen Konjugiertes auf einem Definitionsbereich, den nenne ich jetzt mal T, wo das definiert hat, ist, der jeweils hermitsch ist. Hermitsch, ja, das heißt, ja, also ein
Operator heißt wesentlich selbst adjungiert, wenn das Duale auf dem ihm gemäß unserer Definition zustehenden Definitionsbereich jeweils diese Symmetrie-Eigenschaft erfüllt. Und Sie können zeigen, dass jeder selbst, wesentlich selbst adjungierte Operator eine Erweiterung auf einen größeren Definitionsbereich hat, wo er dann tatsächlich selbst adjungiert ist. Ja? Also das da ist ein bisschen schwächer, okay? Also schwächer in dem Sinne, das Theorem ist stärker, weil es eine Voraussetzung ist. Ja? Das Spektrum eines wesentlich selbst adjungierten Operators kann man berechnen als, ich gebe noch einen Hinweis, es ist sehr, sehr schwierig, wirklich einen selbst adjungierten Operator auf den Tisch zu legen, zum Beispiel der Impulsoperator oder so, ja, und dann wollen Sie damit dreimal wirken. Sie können sehr schnell einen wesentlich selbst adjungierten Operator auf den Tisch legen, ja, und wenn Sie den dann auf den Tisch gelegt haben, dann können Sie immer noch das Spektrum wie folgt definieren. Sie müssen dann nur diese Bedingungen hier checken. Kann man berechnen als, jetzt kommt es, das Spektrum dieses A, ne, das A, wie gesagt, nur auf dem Schwarzraum definiert, auf dem kleinen schnuckligen Raum, ist dann tatsächlich, sind all die Lambda in den reellen Zahlen, für die eine Eigenwertgleichung gilt. Und das ist jetzt toll, denn wir sind im Unendlich-Dimensionalen, wir haben das mit den Eigenwerten, haben wir uns schon völlig abgeschminkt, ja, zunächst mal, also für den Ortsoperator gab es ja gar keine Eigenvektoren und Eigenwerte. Richtig, für den Ortsoperator nicht, das A könnte jetzt zum Beispiel der Ortsoperator sein, aber für die Hebung des Operators, dessen Spektrum ich will, also hier steht A, aber hier steht A Hut, für die Hebung des Operators, ich sollte schreiben, für die existiert ein Phi aus S Kreuz, sodass die Hebung des Operators, und soll jetzt sagen S Kreuz ohne die Nulldistribution, eine verallgemeinerte Eigenwertgleichung erfüllt. Und die heißt deswegen verallgemeinert, weil ich ja gar nicht den Operator A benutze und gar keine Hilbertraumelemente, sondern weil ich den gehobenen Operator benutze und Distributionen. Ja? Also falls es Eigendistributionen gibt. Ja? Es gibt Eigendistributionen, nicht Eigenfunktionen, Eigendistributionen des gehobenen Operators A-Hut. Und das nennt man eine verallgemeinerte Eigenwertgleichung. Okay? Und ein Lambda gehört dann zum Spektrum, wenn eine solche verallgemeinerte Eigenwertgleichung erfüllt ist. Aber Sie wissen jetzt, wie man das macht. Für den Ortsoperator, Kinderspiel, Sie wissen, wie man die Hebung hinschreibt. Für den Impulsoperator, Kinderspiel, Sie wissen, wie man die Hebung hinschreibt. Sie müssen nur vorher prüfen, dass der Operator wesentlich selbst adjungiert ist. Okay? Und Beispiele gibt es auf dem Übungsblatt. Und da werden Sie tatsächlich sehen, dass Q-Hut auf Delta Lambda wirkend ist Lambda mal Delta Lambda. Naja, Delta Lambda ist mit Sicherheit eine temperierte Distribution. Damit haben Sie hier eine verallgemeinerte Eigenwertgleichung. Und in der Tat finden Sie, dass das für alle Lambda aus R gilt. Das heißt, also ist das Übungsblatt. Da rechnen Sie dieses Gleichheitszeichen aus. Aber wenn Sie das haben, dann wissen Sie, dass das Spektrum des Ortsoperators, nicht des gehobenen, das ist nur die Rechentechnik, sondern das Spektrum des Ortsoperators ist die gesamte reelle Achse. Und das war das erste Beispiel. Und das zweite Beispiel wäre der Impulsoperator. Und für den Impulsoperator, den müssen Sie auch heben. Und da gibt es doch tatsächlich diese lustigen temperierten Distributionen EK, die wir die ebene Welle mit der Wellenzahl K genannt haben. Und Donnerwetter, H quer K, das H quer kommt bei dem P-Hut, in dem P, dass das P-Hut macht, steckt ein H quer drin. H quer K, E und ein K. Tatsächlich, das hier sind die verallgemeinerten Eigenwerte zu diesen distributionellen Lösungen. Und keins dieser EKs ist eine quadratintegrable Funktion. E hoch IKX, quadratintegriert, ist eine 1, die über die ganze reelle Achse integriert ist, nicht endlich. Ja? Ist keine L2-Funktion, ist keine normierbare Wellenfunktion, ist aber eine wunderschöne temperierte Distribution, eine ganz triviale. Ja? Aber Sie müssen mit dem gehobenen Impulsoperator drauf wirken. Sie haben das. Das geht auch wieder, wie sich herausstellt, für jedes K in R.
Das heißt, das Spektrum dessen, was wir nachher Impulsoperator nennen, bis jetzt sind das nur Namen aus der Mathematik, ist auch die gesamte reelle Achse. Da hatten wir vorher keine Chance gehabt, das über eine Art von Eigenwertgleichung zu berechnen. Jetzt ist das kein Problem. Und das können Sie wirklich ausrechnen. Sie nehmen den gelifteten Operator, wirken hier drauf mit der Regel der Distribution und Sie kriegen das da raus. Also eine richtig handfeste, super Regel, wie man das Spektrum von solchen Operatoren, selbstadjungierten oder wesentlich selbstadjungierten Operatoren auf unendlich dimensionalen Hilberträumen bekommt. Noch ein Wort. Es ist kein Zufall, dass die spektralen Eigenschaften des Ortsoperators und des Impulsoperators miteinander zu tun haben. Denn wir werden sehen, in der Quantenmechanik können Sie Dinge in der Ortsdarstellung, in der Impulsdarstellung ineinander überführen über Fourier-Transformationen. Das ist kein Zufall, dass es so aussieht, aber das machen wir dann in einer der nächsten Vorlesungen. Fragen? Dann bis Donnerstag.